Märchenkanal. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte 7 junge Geißlein und hatte sie so lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle 7 herbei und sprach: Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald. Seid auf eurer Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, so frisst er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen. Da meckerte die Alte und machte sich auf den Weg. Es dauerte aber nicht lange, so klopfte jemand an die Haustür und rief: Macht auf, ihr lieben Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Wir machen nicht auf, du bist unsere Mutter nicht. Die hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rau, du bist der Wolf. Da ging der Wolf fort zu einem Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Die aß er und machte damit seine Stimme fein. Dann lief er zurück und rief an der Haustür: Macht auf, ihr lieben Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt. Das sahen die Geißlein und das Jüngste rief: Wir machen nicht auf! Unsere Mutter hat keine so schwarzen Pfoten wie du. Du bist der Wolf. Mäh! Mäh! Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach: Ich habe mich an den Fuß gestoßen. Streiche mir Teig darüber. Und als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, lief der Wolf zum Müller und sprach: Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote. Nein, du willst mich betrügen. Das tue ich nicht. Wenn du es nicht tust, so fresse ich dich. Da fürchtete sich der Müller und machte dem Wolf die Pfote weiß. Nun ging der Bösewicht zum dritten Mal zu der Haustür, klopfte an und sprach: Macht mir auf, liebe Kinderchen. Euer liebes Mütterlein ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht. Zeig uns erst deine Pfote, damit wir wissen, ob du unser liebes Mütterchen bist. Da legte er die Pfote ins Fenster, und als sie sahen, dass sie weiß war, so glaubten sie, dass es ihr Mütterchen sei, und machten die Tür auf. Wer aber hereinkam, war der Wolf. Sie erschraken und wollten sich verstecken. Das eine Geißlein sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie und machte nicht lange Federlesens. Eins nach dem anderen verschluckte er. Nur das Jüngste in dem Uhrkasten, das fand er nicht. Als nun der Wolf seinen Appetit gestillt hatte, trollte er sich fort, legte sich unter einen Baum und fing an zu schlafen. Nicht lange danach kam die alte Geiß wieder heim. Die Haustür stand sperrweit offen, Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decken und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Die alte Geiß suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich rief eine feine Stimme: Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten. Die alte Geiß holte es heraus und es erzählte der Mutter, dass der Wolf gekommen wäre und die anderen Geißlein alle gefressen hätte. Da könnt ihr euch denken, wie sie über ihre armen Kinder geweint hat. In ihrem Jammer lief sie hinaus, das Jüngste folgte ihr, und als sie auf die Wiese kamen, lag da der Wolf unter einem Baum und schnarchte, dass die Äste zitterten. Sie betrachteten ihn von allen Seiten, und die Alte sah, dass sich in dem angefüllten Bauche des Wolfs etwas regte und zappelte. Sie sagte: Sollten meine lieben Kinder, die er zum Abendbrot hinuntergewürgt hat, noch leben?
Lauf rasch nach Hause, Kleines, und hole mir Schere, Nadel und Zwirn. Ja, ja, liebes Mütterchen. Als das jüngste Geißlein zurückgekommen war, schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen Schnitt getan, da streckte auch schon ein Geißlein den Kopf heraus. Und als sie weiterschnitt, sprangen nacheinander alle sechs Geißlein heraus und hatten nicht einmal Schaden gelitten. Denn das Ungetüm hatte sie in der Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude. Die Alte aber sagte, jetzt geht und sucht Wackersteine. Damit wollen wir dem Wolf den Bauch füllen, solange er noch im Schlafe liegt. Da schleppten die sieben Geißlein in aller Eile die Steine herbei und steckten sie in den Bauch. Da nähte ihn die Alte in aller Eile wieder zu. Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken, weil er so großen Durst hatte. Als er aber anfing zu gehen, da stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und er rief, was rumpelt und bumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären sechs Geißelein. So sind's lauter Wackerstein. Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein und er musste jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, da kamen sie herbeigelaufen und riefen laut, dann tanzten sie mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum. Märchenkanal. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schloss des Königs lag ein großer, dunkler Wald. Und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Brunnen, und wenn es Langeweile hatte, so nahm es eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel nicht in ihr Händchen zurückfiel, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen und die Kugel verschwand. Der Brunnen war aber so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Da rief ihr jemand zu, was hast du vor, Königstochter? Du schreist ja, dass ich einen Stein erbarmen möchte. Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem... Ach, du bist's, alter Wasserbein, über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist. Sei nur still. Was gibst du mir, wenn ich dir dein Spielwerk wieder heraufhole? Was du haben willst, lieber Frosch? Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine und auch noch die goldene Krone, die ich trage. Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, in deinem Bettlein schlafen, aus deinem Becherlein trinken, wenn du mir das versprichst, dann will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ach ja, ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir die Kugel wiederbringst. Als der Frosch die Zusage erhalten hatte, tauchte er unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr Spielzeug wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. Warte, warte, nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du. Aber es half nichts. Sie hörte nicht darauf, denn sie dachte, was der einfältige Frosch will, der kann keines Menschen Geselle sein. Sie eilte nach Hause und hatte den Frosch bald vergessen. Am anderen Tage
Als sie sich mit dem Könige und den Hofleuten zur Tafel gesetzt hatte, da kam plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Es rief: Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Als sie die Tür aufmachte, saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig wieder zu und setzte sich ganz ängstlich wieder an den Tisch. Der König sah, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach: Mein Kind, warum fürchtest du dich? Steht vielleicht ein Riese vor der Tür, der dich holen will? Ach nein, Vater, es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch. Was will der Frosch von dir? Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald am Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel hinein. Und weil ich weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Geselle werden. Ich dachte aber, dass er aus dem Wasserbrunnen nicht heraus könnte. Nun ist er doch draußen und will zu mir herein. Königstochter! Da ruft er schon wieder. Königstochter Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was du gestern zu mir gesagt hast? Königstochter Jüngste, mach mir auf! Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf. Sie öffnete die Tür, da hüpfte der Frosch ihr nach bis zu ihrem Stuhl. Als er sagte, heb mich herauf zu dir, zauderte sie, bis es der König befahl. Dann wollte er sogar auf den Tisch und dort sprach er: Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein her, damit wir zusammen essen. Das tat sie zwar, aber man sah, dass es nicht gerne tat. Als der Frosch gegessen hatte, sagte er: Nun bin ich müde. Trag mich in dein Bettlein. Da wollen wir uns schlafen legen. Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den sollst du hernach nicht verachten. Da packte die Königstochter den Frosch mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Ich will schlafen, so wie du. Heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater. Willst du bald Ruhe geben, du garstiger Frosch? Sie warf ihn mit allen Kräften gegen die Wand. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein wunderschöner Königssohn. Der ward nun nach dem Willen ihres Vaters ihr Gemahl. Er erzählte ihr, dass er von einer bösen Hexe verwünscht worden. Niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können, als nur sie allein. Morgen wollten sie zusammen in sein Reich fahren. Am anderen Morgen kam ein Wagen mit 8 weißen Pferden bespannt und hinten stand der treue Diener des jungen Königs, der treue Heinrich. Der hatte sich so betrübt, als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, dass er 3 eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm vor Traurigkeit nicht zersprenge. Als sie ein Stück gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte. Es wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief: Heinrich, der Wagen bricht! Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr noch ein Frosch gewarst. Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg. Und der Königssohn meinte immer, dass der Wagen bräche. Aber es waren nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war.